Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Justul für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Um das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, eine Ölablassschraube, einen Vorreiniger und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So beseitigst du hartnäckige Rückstände von deinem Motor, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung gemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch des Vorreinigers 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil des Autos anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf 2 Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Dann kannst du das Rad abnehmen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit dem Schlüssel und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video "Stell deinen Auffangbehälter selbst her" an. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Stell den Auffangbehälter darunter, um das Öl aus dem Filter aufzufangen. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 27 mm Einsatz. Löse den Flansch vom Ölfilter los, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraube ihn schließlich von Hand ab. Drehe den Filter nach oben, sobald du ihn herausgenommen hast, damit das Öl nicht ausläuft. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Heble die Filterkartusche mit einem Flachschraubendreher vom Flansch ab. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubendreher, um die O-Ring-Dichtung unten am Flansch zu entfernen. Reinige als erstes den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und einem Lappen. Nimm dir den neuen Filter zur Hand. Ersetze die Dichtung durch diejenige, die in der neuen Filterverpackung mit dabei ist. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schiebe ihn in den Flansch. Es muss ein Klicken hörbar sein. Schmiere die Dichtung auf der Seite, die angeschraubt wird, mit ein bisschen Öl ein. Schraube den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Um ihn gut anzuschrauben, nimmst du dir eine Ratsche, eine Verlängerung und einen 27 mm Einsatz. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Wenn du einen Ölwechsel durchführst, empfehlen wir dir, die Ölablassschraube zu wechseln, die in der Filterbox zusammen mit allen Filtern, die du für die Inspektion deines Fahrzeugs benötigst, mitgeliefert wird. Ersetze die Dichtung für die Ölablassschraube durch eine neue und schraube dann die Ölablassmutter wieder an. Zuerst von Hand und schließlich mit einem Schlüssel, aber ohne es zu übertreiben. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen.
Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden. Denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schließ den Ölfüllverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wische ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung. Zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass er niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!